Okay, na dann. Starten wir ihr Ding. Jetzt muss ich ja den Weg wieder zurücklaufen, auch Mann. Wild Wild Fucking West, ja. Was ist denn hier? Ah, noch ein Manuskript. Schon lange keins mehr gefunden. Nachdem er die FBC... Ach, ist mir auch scheiße. Okay, aber das heißt, bei Alan ist nur noch ein Ding offen. Bei ihr sind es noch zwei, denke ich. Auch wenn gesagt wird, wir gehen Richtung Finale. Aber ich glaube, dann werde ich einfach, egal, durchbeißen, das heute durchspielen. Und am Ende ein bisschen gucken. Und dann muss ich schauen, was ich das nächste spiele. Entweder Control oder Robocop, ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe auf beides irgendwie Bock. So. Bereit? Weil hier beginnt das Finale des Spiels. Wenn du zu Cauldron Lake reisen möchtest, musst du zuerst dein Spiel speichern. Die Erkundung und Reisen zu anderen Gebieten sind beschränkt, wenn du dich entscheidest, fortzufahren. Let's go. Return 6, Alter. 7, 8, 9 ist das Finale? Klar. Läuft. Ich bin jetzt bereit, zum Cauldron Lake zu gehen. Starten wir mit dem Plan. Okay, dann mal los. Wir sind für Sie da. Was brauchen Sie von uns? Ich gehe mit dem Klicker zum Cauldron Lake. Scratch wird versuchen, Sie rauszuholen, Anderson. Sie werden Verstärkung brauchen. Ich weiß, ich werde Sie nicht davon abbringen können, Casey. Esteves, wie sollen wir das Lichtfeld zum See bringen? Kein Problem, ich kümmere mich darum. Und wir bringen unseren mobilen Sicherheitscontainer mit. Er wurde speziell für Wesen wie Scratch entwickelt. Und dieses Kunstwerk hier, Anderson, was haben Sie damit vor? Ich rufe ein paar Leute an. Wir treffen uns beim Cauldron Lake. Tschüss. Ich fahre mit dem Auto, das ist noch vor dem anderen. Kann ich ein Auto von euch nehmen vielleicht? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Thor, ich brauche die Old Gods of Asgard. Ich brauche ein besonderes Lied. Jawohl! Der Tourbus ist beladen und wir haben uns schon verabschiedet. Machen wir die Straßen unsicher wie früher, Baby! Sie haben das kommen sehen, oder? Natürlich. Ich brauche ein Lied über Alan Wake, um ihn aus dem dunklen Ort zu holen. Ein Schriftsteller, ein See der Dunkelheit, der Weg zum Licht. Schreibt sich praktisch von selbst. Super. Ich hoffe, Sie haben es noch drauf. Du hast 3 Minuten, Alter. Okay, was ruf ich? Na dann, auf zum Cauldron Lake für das große Finale, was jetzt anfängt, aber was noch 3 Kapitel dauert. Ungefähr so. Geh ran, geh ran. David, bitte geh ran. David. David, ich bin's. Wo hast du... Hör auf. Hör mir einmal zu, bitte. Du hast mich verlassen. Und mir meine Tochter genommen. Und dann hast du... Sie ist... Sie ist deinetwegen tot. Und ich will nie wieder was von dir hören. Ruf mich nie wieder an. David! Verflucht nochmal. Ach du Stream. Es wird schlimmer. Breitet sich aus. Die Zeit läuft mir davon. Lol. Warum zeigt mir Discord an, dass du streamst? Achso, weil du eine Übertragung machst. Okay. Das macht Sinn. Okay, hier sind die Frames wieder richtig nice. Ja, wo muss ich hin? Es wird mir ja nicht mehr hier ein Ziel angezeigt. Ich muss bestimmt zum Ufer, könnte ich mir vorstellen. Gespräch, neue Option. Jetzt muss ich den ganzen Weg dahin laufen. Ist dein Ernst? Da
Dein Ernst? Oh, toll. Aber nicht hierüber. Wir müssen natürlich den weiten Weg gehen. Weil den kurzen kann ja jeder. Aber kann ich auch hier lang gehen einfach? Ach nee, warte mal. Ja doch, theoretisch. Nee, das ist ja voll falsch, was ich mache. Hier lang. Nee, da muss ich da hochklettern, ne? Das geht natürlich nicht. Weiten langen Weg gehen, ey. Erreiche das Seeufer. Dann werde ich jetzt öfter mal auf die Karte gucken, weil den Weg kenne ich natürlich jetzt nicht aus dem Kopf. Cotton Lake Rental Cabins. Ja, gut, ist jetzt scheißegal, welchen Weg. Ich muss eh den Weg außen lang gehen. Dann muss ich hier lang, da lang. Und dann? Ich komme da doch gar nicht hin. Also rot heißt immer, es geht nicht, ne? Na gut, dann finden wir mal unseren Weg dahin, würde ich sagen. Ruckel, ruckel, Alter, fuck you game, ganz ehrlich. Nimm mich mit. Wir werden bereit sein. SMS Ende. Gehe bald aus dem Tunnel. Alter, den Wald kannst du behalten. Der interessiert mich doch nicht. Hier will ich nicht. Okay, wie geht's jetzt weiter hier gerade aus, wo ich gerade bin, ne? Warten! Oh, shit. Here. Take this. Wow, Alter, geil, ich habe ja auch richtig viel Munition und so, merke ich gerade. Das ist ja super cool. Ja, I like it auf jeden Fall. Das sind Thor und Odin. Vielleicht sollte ich mich melden. Ja, telefonier einfach. Cool. Wir sind fast beim Gegend und Odin hat 4 Schergen der Dunkelheit überfahren. Könnt ihr mich... Wir treffen uns bei der Küste. Ich will nicht wissen, was er mit der anderen Hand macht. Ist das Lied bereit? Fast. Odin hat einen richtig geilen Refrain. Oder Baum. Welcher Baum? Im Lied gibt es keinen Baum. Wer zum Teufel steckt einen Baum mitten auf die Straße? Wir sind nicht auf der Straße. Okay, wir machen mal kurz. Das hat auch nichts gebracht, ne? Fahr vorsichtig, Opa. Ein bisschen. Ändert irgendwie auch nichts am Spiel. Okay, wir nehmen jetzt einfach den Path, den die uns hier vorgeben. Ich hoffe, das passt schon. Ganz schön verrückte Art zu fahren. Ja, Moment. Wo muss ich jetzt hin? Wo der Pfeil ist, oder was? Okay. Na doch, bringt schon was für die... Rahmenrate. Okay, machen wir auf jeden Fall einen Weg. Die fahren jetzt über den Fluss? Really? Okay, läuft. Aber wenn die da durchfahren können, kann ich auch durchlaufen. Oder? Würde ich mal sagen. Ich habe ja gar keine Munition. Ach, scheiße. Was war denn jetzt schon wieder zu schnell? Ich bin nicht zu schnell gefahren. Bitte nicht. Au, au, au. Diese. Lol, genau. Sind Thor und Odin schon da? Die zwei Odis? Sie sind hier und haben Schnaps mit. Ich liebe sie jetzt schon. Sie sind eigen. Sie wollten wissen, welche Kunst wir verwenden. Nun, sie sind es. Ich bin gleich da. Ach komm.
Kann ich das irgendwie aufmachen? Nö. Kann ich das aufschneiden? Nö. Okay, egal, wir gehen jetzt einfach weiter. Zwei Schuss habe ich noch. Das ist besser als nichts. Ich höre auf jeden Fall schon was. Also wir sind bald da. Ich muss ja nur noch dem Weg hier folgen. Was für Kuchen? Los. Go over the bridge. Dann bin ich gleich da. Ein Schuss. Ich hoffe, ich muss jetzt hier keinen großen Kampf bestreiten. Sonst habe ich ein Problem. Draußen hört man nichts. Das ruckelt teilweise immer noch, ist so krass. Och Gott, ich bin gleich da. Zum Glück. Wo sind meine Glocken? Hab sie weggeworfen. Weil Glocken nicht rocken. Und ob sie das tun. Ich bin hier. Man muss sie ich nur bin hier. Richtig machen wir uns bereit. Anderson, wir haben hier oben ein Kontrollzentrum eingerichtet. Hey Anderson, ich kann noch mehr Ausrüstung runterbringen, wenn nötig. Sobald sie auftauchen, richte ich die Lichter für dich auf die Besessenen. Aha. Schlechte Neuigkeiten. Wir haben es eilig und der Strom setzt aus. Dein Partner hier wird sich darum kümmern. Ich bin kein Mechaniker, verdammt. Wo ist euer Techniker, Kieran? Kennen wir doch so eine Box. Okay, das... hier noch ein bisschen mehr Stuff. Ich brauche mehr. Das ist mir zu. Das ist halt nix, ne? Na gut. Let it go! Opa, du gibst mir das Signal, sobald das Lied fertig ist. Und ich verwende den Klicker, um Wake zurückzuholen. Los geht's! Let's go! Hello, Conran Lake! Schön, hier heute so viele. Da oben ist noch mehr Stuff bestimmt, ne? Wir haben diesen Song für unseren gequälten Lieblingsschriftsteller geschrieben. Lasst euch aus der Dunkelheit führen. Der Song heißt Dark Option Summoning. Dann. Let it rip, boys. Probieren wir es noch einmal. Momentan kommt es immer wieder zu paranormalen Verbrechen. Aber ich finde das einfach stark. Ich will ein T-Shirt. Die Show zieht Publikum an. Oh, scheiße. Wo sind sie denn? Ja. Das ist auch geil, wenn die von irgendwo kommen können. Leute, das hat mich down. An, Junge.
out of money. Oh. Also ich habe irgendwie gedacht, es funktioniert besser, wenn die mir da helfen, ne? Come on, Alter. Oh Gott. Ich bräuchte halt hier irgendwie echt Unterstützung von euch Pissplatzen da oben. Danke. Fuck, ich bin down. Ey, anstatt dass die mir mehr helfen, so ganz ehrlich, ne? Mehr Licht, mehr, keine Ahnung. Schmeißt mir doch einfach den ganzen Scheiß runter. Ey, ich gehe hier ohne irgendwas rein und ja, hier hast du mal was. Da, guck mal, da ist ein bisschen was, aber du musst noch was aufmachen dafür, anstatt dass ich es einfach aufsammeln kann. Ich habe ja schlecht gemanagt, das mag sein, aber trotzdem. Momentan kommt es immer wieder zu paranormalen Verbrechen. Aber ich finde das einfach stark. Ich will ein T-Shirt. Die Show zieht Publikum an. Ich weiß gar nicht, von wo die gekommen sind am Anfang. Aus dem Wasser oder was? Ich hab den Lichtkegel. Anderson, Achtung! Wie viel hält der denn aus? Ich hab den, keine Ahnung, wie... Ey, wie oft soll ich denn dem in die Fresse schießen? Alter, ist das dumm. Ich hab den 5-6 Mal in den Kopf geschossen, juckt den nicht. Gut, ich hab mit ihr auch die Waffen gar nicht aufgewertet, weil ich es gar nicht konnte. Immer wieder zu paranormalen Verbrechen. Aber ich finde das einfach stark. Ich will ein T-Shirt. Die Show zieht Publikum an. Ich verstehe auch das nicht, ne, ganz ehrlich. Ich hab den Lichtkegel. Super. Ich weiß aber nicht, wo sie sind. Alter, viermal reingeballert in die Fresse, ne? Anderson, noch mehr Ausrüstung.
Mann, Alter. Schieß doch! Meine Fresse, ey. Wie lange braucht ihr denn, um nachzuladen? Ich weiß nicht mal, wo die Lieferung hingeht. Jo! Na klar, es ist logisch. Ich weich aus, aber dem Spiel, das denkt sich so, mir egal. Das auch eigentlich nicht machen können, einfach mit dem Scheiß hier. Wäre voll geil, ne? Was soll ich denn jetzt machen? Geht doch, mach doch selber irgendwas. Die Macht des Rock'n'Roll. Insane. Hat sie gesagt, ich verstehe nichts, was sie sagt, ne, ganz ehrlich. Das ist es! Oh. War schon aus. Hell of a show. Was ist passiert? Warum hat's nicht geklappt? Ich habe alles richtig gemacht. Erst die Kunst und dann der Klicker. Aber sie hat nicht dran geglaubt. Also wo ist er, verdammt? Ich glaube, jetzt machen wir sein letztes Ding, ne? Parliament yep. Tower. Er war zurück. Na dann. Nichts hier rein. In den Tower selbst müssen wir easy peasy kommen. Die Tür ist ja schon auf. Oh, letzte Ding mit Alan. Und dann kommen noch zwei mit Saga und dann war's das. Ich war schon oft hier. Ich wusste nicht genau, wie oft. Diesmal fühlte es sich anders an. Wie meine letzte Chance, wenn es nicht schon zu spät war. Das ist ja ein absoluter Mindfuck hier.
hier lebt niemand mehr. War ich zu spät. Scratch war da drin und schrieb an seiner Horrorgeschichte. Es war noch genug Zeit, ihn aufzuhalten. Ich musste hinein. Wie ein Schwein. Tja, die Frage ist, wie komme ich da rein? There's so much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. Made his decision. Most of you won't understand. People call me an artist, but I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. Scratch folterte sie, bis sie es nicht mehr ertragen konnte, bis ihr Wille brach. Und all die Zeit dachte sie, ich wäre es gewesen. Scratch war noch hier. Er war noch nicht aus dem dunklen Ort entkommen. Er strich meine Bearbeitungen aus Return. Gesehen. Das war nicht Scratch, sondern ich in einer Schleife gefangen. Ich hatte aufgehört zu versuchen, das Manuskript zu korrigieren. Eigentlich hatte ich Alice verfolgt. Ich war es die ganze Zeit. Ich habe sie getötet.
weiterbringen. Deine Freunde werden ihn treffen, wenn du weg bist. Und damit auch das Ende von Alan Wake? I don't know. Kann sein. Aber das war jetzt wirklich kurz. Das war kein wirkliches Kapitel. Das waren 6-7 Minuten. Das ist ja nix. Also, literally nix. Okay. 2 Kapitel sind noch da. 2. 2 Kapitel und das Spiel ist durch. Sehr gut.